Oh Mann, ich muss mich echt entschuldigen für dieses katastrophale Schrottbattle. Ich konnte mir beide Videos nicht mal bis zur Hälfte geben. Dieses Battle lässt sogar mich an Gott glauben, denn es ist die Hölle. Wäre das kein Bonus-Battle, dann würden die beiden jetzt rausfliegen. Das ist nämlich der neue Tiefpunkt. Noch schlimmer als Smiles gegen Taylin und das nach dem King-Finale. Das macht den Abstieg noch um einiges schmerzhafter. Da ich die Runden nicht geguckt habe, kann ich das Battle auch nicht bewerten. Deswegen überlasse ich das voll und ganz dem User-Voting. Und das hat Jasper gewonnen. Lag wahrscheinlich daran, dass er wenigstens nicht so eine gammlige Drecksmische mit Brechreiz verursachendem Piss-Video inklusive Sadomaso-Fetisch-Fremdschämmaske hatte. Schade, dass es in dem Battle um 500 Euro geht, denn keiner von beiden hat das Geld verdient. Aber ich bin wohl als korrekter Veranstalter dazu verpflichtet, mich an die Absprache zu halten, auch wenn ich das Geld lieber spenden oder verbrennen würde. Naja gut, ich will nicht übertreiben, ich würde es verbrennen, aber nicht spenden. Beide sind zu sehr viel mehr fähig, wie man an vorherigen Runden deutlich erkennt, aber was soll man machen? Hier wurde das Battle einfach nicht ernst genommen. Morgen gibt es leider wieder eine kleine Enttäuschung. Cinema hat sich disqualifizieren lassen, also wird es morgen nur die Runde von Lasker geben. Damit steht dieser auch schon als Sieger fest. Außerdem verliert Cinema seine 500 Euro Preisgeld, die er im Mini-JBB gewonnen hat. Das ist eigentlich eine interne Regel, von der ich gehofft hatte, dass sie niemals zum Einsatz kommt. Aber wer nicht regelkonform einreicht, verliert sein Preisgeld. Das habe ich mir nicht gerade ausgedacht, sondern hat jeder Teilnehmer vor Beginn des Turniers unterschrieben. Unter anderem hat auch jeder unterschrieben, dass Features von mir abzusegnen sind. Absolut legitim als Veranstalter. Zusätzlich wird er von zukünftigen JBBs ausgeschlossen. Das habe ich ebenfalls intern nach der Geschichte von Kinda Grey entschieden. Kinda Grey selbst ist davon nicht betroffen, weil die Regel erst nach seinem Nicht-Einreichen in Kraft getreten ist, um andere vom Nicht-Einreichen oder nicht korrekten Einreichen wie im Falle von Cinema abzuhalten. Bei Gio habe ich übrigens wegen besonderer Umstände eine Ausnahme gemacht, denn er hat mit mir besprochen, ob es irgendwie möglich wäre aufzugeben. Die Hinrunde vom King-Finale war für mich ein legitimer Grund, ihn aus dem Vertrag rauszulassen und ihm trotzdem sein Preisgeld zu geben. Bei Cinema sehe ich keinen Grund dafür. Also morgen kommt nur Laskers Runde und er gewinnt das Battle automatisch. Aber nächsten Freitag gibt es einen, auf den man sich immer verlassen kann, nämlich SpongeBoss. Der hat uns ein kleines Special wegen der entfallenen Rückrunde zusammengeschustert. Hoffentlich klappt das wenigstens.